Der deutsche Regisseur Wolfgang Petersen ist tot. Er starb bereits am Freitag in seinem Haus in Los Angeles an einer Krebserkrankung, wie seine Agentur mitteilte. Petersen gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Regisseure. Weltruhm erlangte er mit dem Film Das Boot, der ihn nach Hollywood brachte. Dort drehte er Blockbuster wie Outbreak, Air Force One oder Der Sturm. Petersen wurde 81 Jahre alt. Wolfgang Petersen, geboren in Emden, aufgewachsen in Hamburg. Er machte eine Karriere, wie sie nur ganz wenigen deutschen Filmemachern vergönnt war. Seine Spezialität? Aufwendiges, wuchtiges Spannungskino. Mit Das Boot verhilft er dem deutschen Film zu einem seiner größten Erfolge. 6 Oscar-Nominierungen erhielt die bis dahin teuerste deutsche Produktion. Ich liebe die großen Geschichten und ich liebe, Leute bei der Hand zu nehmen, in eine Welt einzuführen und sie für 2 Stunden, 3 Stunden nicht loszulassen. Psychologische Tiefe und starke Charakterzeichnungen, diese Tugenden zeigt er auch schon bei seinen frühen Fernseharbeiten, etwa im Tatort Reifezeugnis. Ich liebe dich. Ich dich auch. Nach den Kinoerfolgen mit Das Boot und dem Fantasy-Märchen Die unendliche Geschichte geht Petersen Mitte der 80er Jahre nach Hollywood. Nach einer anfänglichen Durststrecke will ihn einer der ganz großen Stars als Regisseur haben. Clint Eastwood. Je weniger Sie von mir wissen, desto besser. Ja, wieso? Weil ich vorhab, den Präsidenten umzubringen. Das hätten Sie jetzt nicht sagen dürfen. In the Line of Fire wird zum Triumph. Action und Tiefgang, begeisterte Kritiken und Kassenerfolg. Petersen etabliert sich als einer der Blockbuster-Regisseure in Hollywood. Und oft sind es Filme mit patriotischer Botschaft. In Air Force One rettet der amerikanische Präsident im Alleingang sein Flugzeug vor Terroristen. Die Amerikaner lieben das. Die größten Stars drehen mit Wolfgang Petersen. Bald sprengen die Budgets seiner Filme die 100-Millionen-Dollar-Grenze. Sein größter kommerzieller Erfolg? Troja, das Historienepos mit Brad Pitt. Petersen gehört zum kleinen Kreis der Regisseure, denen in Hollywood der Final Cut zugestanden wird. Die völlige kreative Kontrolle über das eigene Werk. 2016 dreht er zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder in Deutschland. 4 gegen die Bank, ein Remake seiner eigenen Gaunerkomödie aus den 70er Jahren. Mit deutscher Starbesetzung. Okay, Jungs. Wer hat die Taschen? Als ich dann nach Amerika ging, hatte ich eigentlich das Gefühl, und andere auch, die zu mir gesagt haben, du müsstest mal wieder eine Komödie machen, weil die das Gefühl haben, dass ich auch komisch bin oder so. Verstehen Sie? Und Sinn für Humor hab und sowas. Was auch stimmt. Jetzt müssen sie lachen. Wolfgang Petersen, ein Ausnahmeregisseur und ein Macher. Ein Mann, der seine Wurzeln nie vergaß, der seinen Traum aber vor allem in Hollywood gelebt hat. Und ich spreche jetzt mit unserem Kinoexperten Markus Fliegel über den verstorbenen deutschen Starregisseur. Markus, lass uns mal zurückblicken. Was hat Wolfgang Petersen in Hollywood denn so beliebt gemacht? Ich glaube, es war vor allem seine Verlässlichkeit, die grundsolide Ausbildung, die er in Deutschland dann erfahren hatte, am Ernst-Deutsch-Theater als Regieassistent und später dann an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin. Da war er einer der ersten Studenten und auch einer der ersten Absolventen. Dann hat er viel Erfahrung gesammelt beim Fernsehen. Da hat er zwar später drüber gesagt, das sei staatlich geförderter Nullfilm, aber er hat eben Film auf Film gedreht und Erfahrung gesammelt. Er wusste also wirklich, was er tat und beherrschte das Handwerk. Und er wusste, was beim Publikum funktioniert, wie man ins Gespräch kommt. Da waren dann auch gesellschaftlich relevante Themen wie Umweltverschmutzung oder Homosexualität dabei. So kam man einfach ins Gespräch. Und er wusste eben dann auch, wie man seine Themen vermittelt und schaute auch damals schon ein bisschen nach Hollywood. Mitte der 80er war er dafür dann bereit. Und ja, der Rest ist Geschichte. Er hat ja selbst gesagt, er wolle sein Publikum für die Dauer eines Filmes entführen, es mitunter in andere Welten bringen. Was waren denn seine Methoden? Seine Filme waren ja doch alle sehr unterschiedlich. Genau, und ich glaube, das war auch irgendwie der Kern seines Erfolgsrezepts, dass er immer wieder überraschen wollte, das Publikum und sich selbst. Deshalb wechselte er eben vom Kriegsfilm über Thriller und Fantasy zu Science-Fiction und zu Historienepen. Er wollte nicht langweilen. Dabei hat er auch immer wieder auf neue Techniken gesetzt. Also das Aufkommen der Computereffekte fiel quasi gerade in die Hochzeit seiner Karriere. Das hat er miterlebt, begleitet und genutzt.
Und gleichzeitig wollte er das Filmemachen selbst aber nicht wirklich neu erfinden, sondern hielt sich an alte Hollywood-Formeln und alte Sehgewohnheiten bei der Dramaturgie, bei den Charakteren. Da waren dann eher so Regisseure wie Hitchcock und John Ford seine großen Vorbilder. Nach diesen großen, großen Blockbustern, die er in Hollywood gedreht hat, warum war er dort zuletzt dann nicht mehr so erfolgreich? Ja, man könnte jetzt zynisch sagen, ein Boot war sein Untergang. Also er hatte ja seinen Durchbruch mit dem U-Boot-Drama Das Boot, aber letztendlich war die Poseidon dann seine Titanic, muss man sagen, 2006. Der Film über einen sinkenden Passagierdampfer. Großes Spektakel, aber ein Problem war dabei eben, es war kein wirklich besonders guter Film. Er hatte keine zentralen Charaktere, wie in seinen Erfolgsfilmen In the Line of Fire oder Air Force One mit Harrison Ford. Stattdessen gab es ein Riesenensemble, das waren Rezepte aus den 70ern und 80ern, wie bei Flammen des Inferno, nach dem Motto, viel hilft viel. Und man hatte auch so ein bisschen den Eindruck, Petersen dreht wieder mal was mit Wasser. Das lockte und überraschte dann eben doch niemanden mehr. Bei den Kritikern waren ja seine Filme nicht ganz so angesagt. Woran lag das? Und da müsste man wahrscheinlich zuallererst die Kritiker selbst fragen. Ich denke, es war ein bisschen der Fokus von Petersen auf den Zuschauer. Er wollte Erfolg, er war so ein bisschen der Anti-Fassbinder. Eigentlich ja dieselbe Generation wie Werner Herzog, Volker Schlöndorff oder Wim Wenders. Aber er wollte das große Publikum und er wollte ihnen was geben. Große Bilder, große Stars, große Spannung. Und ich denke, dass bei einigen Kritikern so ein finanzieller Erfolg ein bisschen suspekt ist. Da gibt es dann den Verdacht, dass man sich anbiedert, dass man sich verkauft an die Filmkonzerne oder eben auch ans Publikum. Und der Verdacht kommt dann auf, dass die Filme keinen Tiefgang haben können. Dabei hat natürlich allein Das Boot Tiefgang in jeder Hinsicht. Und Petersen hat ja, wie gesagt, auch immer wieder kontroverse Themen angepackt. Als es in einem seiner Filme, in einem frühen Fernsehfilm ums Thema Homosexualität ging, da klinkte sich sogar der Bayerische Rundfunk aus. Das machte der damals zwar öfter, aber es ist eben auch tolle Werbung für einen Film und für ein Thema, das dadurch ins Gespräch kommt. Und auch in Hollywood hat er Mut bewiesen, finde ich, wie in Enemy Mine, einem Science-Fiction-Film, der technisch zwar noch in München entstand, aber mit internationalen Stars gedreht wurde, Dennis Quaid darunter, da wird ein männliches Alien schwanger. Das Spektakel wird so zum Kammerspiel über Rassismus und Geschlechterrollen. Und das dann auch noch 1985 zum Beginn von Glasnost, da ruft Petersen in diesem Drama dazu auf, das Menschliche im Gegenüber zu sehen. Also eigentlich sehr modern. Und auch in seinem Riesenerfolg Troja, der 20 Jahre später spannende Unterströmungen an der Oberfläche, ein klassisches Schwert- und Sandalen-Epos, ein Riesenensemble, viele Stars. Und Petersen wagt es dann, Brad Pitt nicht als Held einzusetzen. Sein Achilles ist ein kalter, egozentrischer Killer und auch fast nur eine Nebenfigur im Film. Das war unser Kinoexperte Markus Fliegel. Dankeschön zum Tod der Regielegende Petersen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch.